Dass Polen in der Digitalisierung weiter fortgeschritten ist im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern und auch zumindest was das alltägliche Leben angeht, ist ja eigentlich auch schon kein Geheimnis mehr. Wir wollen aber heute mal trotzdem darüber sprechen, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du schon Abonnent von dem Kanal bist, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du das Video liken würdest. Und falls du noch kein Abonnent von dem Kanal bist, aber dich für das Thema Polen interessierst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Kommen jetzt aber auch schon zum Hauptthema und sprechen mal ein wenig über die Digitalisierung in Polen. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich jetzt eigentlich auch nur so einen direkten Vergleich machen, wie die Digitalisierung vor der Pandemie war. Also ich lebe schon in Polen seit der Zeit vor der Pandemie und ich kann jetzt auch nur einen ganz direkten Vergleich machen, wie es hier zu der Zeit hier in Polen war und wie es zum Beispiel in Deutschland zu dieser Zeit war. Mir ist auch bewusst, dass durch die Pandemie auch der Fortschritt der Digitalisierung auch in Deutschland mit Sicherheit ein bisschen vorangekommen ist, aber ich bin immer noch der Meinung, auch wenn ich mit Leuten aus Deutschland spreche, dass es in Polen zumindest das alltägliche Leben wesentlich, sage ich mal, digitaler ausgestattet ist wie in Deutschland. Um jetzt hier ein Beispiel zu nennen, welche Dinge hier mit Hilfe der Digitalisierung genutzt werden, kann ich hier zum Beispiel das Einkaufen nennen. Hier in Polen ist das wirklich ganz normaler Standard, dass man hier eigentlich schon fast alles, zumindest wenn man in den großen Supermärkten geht, hier wirklich mit der EC-Karte bezahlt. Und selbst wenn man auch nur ein Kaugummi für zum Beispiel 10, 15 Grosche kaufen möchte, was umgerechnet ca. 2, 3 Cent sind, ist das hier wirklich kein Problem, das mit der EC-Karte zu zahlen. Auch gibt es hier die Möglichkeit, mit Hilfe von Applikationen auf dem Handy oder auf seiner Smartwatch seine Einkäufe zu bezahlen. Dann hält man anstatt die EC-Karte das Handy oder die Smartwatch an diesem Kartenterminal und kann dann damit seine Einkäufe bezahlen. Was man aus Deutschland vielleicht nur aus dem IKEA kennt, ist hier in Polen schon ganz normaler Standard. Und zwar die Selbstbedienungskassen. Hier in Polen hat schon jeder größere Supermarkt oder auch jeder größere Baumarkt die Selbstbedienungskassen. Man geht im Prinzip mit der Ware zu der Kasse, scannt die ein und kann dann anhand der Bezahlungsmittel, die gerade erwähnt worden sind, seine Ware bezahlen und dann ganz normal aus dem Geschäft rausgehen. Seit der Pandemie hat man in Polen die Möglichkeit, sich ohne physisch beim Arzt zu melden, sich krank schreiben zu lassen bzw. sich vielleicht sogar Rezepte ausstellen zu lassen. Das nennt man hier in Polen Teleporade und ist im Prinzip ein Telefongespräch mit dem Hausarzt. In der Praxis sieht das dann so aus, dass man dann bei seinem Hausarzt anruft, einen Termin sich wünscht zur Teleporade, den man dann kriegt. Dann ruft der Hausarzt in der Regel an, man erzählt seine Beschwerden und anhand dieser Beschwerden, die man dann nennt, stellt dann der Arzt einen Krankenschein aus, gegebenenfalls sogar ein Rezept. Selbstverständlich kann auch der Arzt sagen, ja, dass sie bitte zur Praxis kommen sollen, um sich dann nochmal genauer untersuchen zu lassen. Aber bei leichten Beschwerden, wie zum Beispiel vielleicht einer Magen-Darm-Vergiftung oder vielleicht Kopfschmerzen, geht das problemlos. Der digital ausgestellte Krankenschein ist in der Regel noch am gleichen Tag beim Arbeitgeber im System sichtbar. Ein bisschen anders sieht das aus, wenn man die Krankenscheine aus dem Krankenhaus kriegt, dann kann das manchmal schon ein, zwei Tage dauern, bis der beim Arbeitgeber sichtbar ist. Und das Rezept, welches ausgestellt wird, ist in der Regel eine vierstellige Zahl, die mit Kombination der PESEL-Nummer dann bei der Apotheke eingelöst werden kann. Das waren jetzt nur zwei, drei Beispiele, die ich genannt habe, wo die Digitalisierung fortgeschrittener ist. Selbstverständlich gibt es noch mehr Sachen, wo hier die Digitalisierung einen Schritt weiter ist, wie zum Beispiel das Überfahren einer Mautstelle, wo schon teilweise das nur noch mit einer App möglich ist. Oder auch die Haustüren werden hier in der Regel mit einem vierstelligen Code geöffnet. Habe ich auch schon mal ein Video
Video dazu gemacht. Auch bietet schon jeder größere Supermarkt eine App an, wo man alle seine Einkäufe nachvollziehen kann. Auch Tickets für Veranstaltungen werden hier in der Regel nur noch per E-Mail und mit Hilfe eines QR-Codes eingelöst. Bei all den schönen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, welche auch das Leben wesentlich erleichtern, habe ich aber auch noch ein ganz wichtiges Wort genannt, und zwar die Pesselnummer. Die Pesselnummer ist eine Personenidentifikationsnummer und wird hier in sehr vielen Bereichen benötigt. Während man ja in Deutschland für jeden einzelnen Bereich eine Karte bzw. eine Nummer hat, macht man hier alles mit der Pesselnummer. Zum Beispiel braucht man in der Regel die Nummer, um ein Bankkonto zu eröffnen. Ich weiß, es gibt auch Banken, die das ohne dieser Pesselnummer machen, aber in der Regel wird das benötigt. Auch wenn man einen Handyvertrag machen möchte oder auch wenn man zum Arzt gehen möchte, hat man keine Krankenversichertennummer, sondern gibt einfach die Pesselnummer an. Jeder, der länger wie 30 Tage sich in Polen aufhält, ist verpflichtet, sich eine Pesselnummer geben zu lassen. Aber zum Thema Pesselnummer habe ich auch schon mal ein Video gemacht, welches jetzt hier oben aufleuchten sollte, oder das findet ihr auch später nochmal unten in der Videobeschreibung. Am Anfang des Videos habe ich ja von Vor- und Nachteilen der Digitalisierung gesprochen. Ich möchte diese Aussage vielleicht ein wenig korrigieren und es eher nennen, hier die eine und jetzt die andere Seite der Medaille. Denn ob etwas ein Vor- oder Nachteil ist, liegt, denke ich, auch immer ein wenig im Auge des Betrachters und sollte auch immer individuell gesehen werden. Jedem sollte aber auch klar sein, dass alles, was digitaler Fortschritt ist und das Leben erleichtert, in der Regel immer von einer zentralen Instanz gesteuert wird. Das heißt, es ist immer eine Partei da, die weiß im Prinzip, was du machst und hat auch im Prinzip die Kontrolle darüber. Ganz, ganz grobes Beispiel: Bankkonto. Wenn deine Bank nicht möchte, dass du dein Geld ausgibst, sperrt sie dir einfach das Geld. Punkt. Und du kannst dein Geld weder abheben noch mit der Karte bezahlen und so weiter und so fort. Wir kennen das Prinzip, ist, denke ich, in jedem Land gleich. Gehen wir jetzt aber auch nochmal wieder auf das Beispiel Einkaufen zurück. Gehen wir mal davon aus, du bist jemand, der gerne nach Arbeit ein Feierabendbier trinkt oder vielleicht auch mal am Wochenende mal gerne in die Disco geht und vielleicht auch Raucher ist und du machst diese Einkäufe immer mit der Karte. Also im Prinzip weiß ja die Bank jetzt mal ganz grob, dass du gerne halt feiern gehst, du trinkst gerne Alkohol und rauchst Zigaretten. Wir wissen ja, dass dein Bankkonto nur mit Hilfe der Pesselnummer eröffnet werden kann. Wir wissen auch, dass Arztbesuche nur mit Hilfe der Pesselnummer besucht werden können. Das heißt, da haben wir schon mal eine Verbindung zueinander. Wenn du deinen Alkohol zum Beispiel bar einkaufst, wissen wir gar nicht, was du mit deinem Bargeld machst. Wir wissen nicht, ob du jetzt davon 10 Pizzen gekauft hast von den 100 Worte oder ob du dir 3 Flaschen Wodka davon gekauft hast. Wir wissen auch gar nicht. Vielleicht hast du auch für die ganzen 100 Worte Avocado dir gekauft. Keine Ahnung. Wenn du das aber mit der Karte machst, sehen wir das. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Und es sind wirklich Länder, wo solche Prinzipien schon funktionieren. Gehen wir mal davon aus, du kaufst gerne deinen Alkohol ein und deine Zigaretten mit der Karte und irgendwann hast du vielleicht Leberversagen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann sagt dir dein Arzt oder deine Krankenkasse: Hör mal, Kollege, du kaufst einmal in der Woche, weiß nicht, eine Schachtel Kippen, eine Flasche Wodka. Du brauchst jetzt eine Lebertransplantation. Tut mir leid, wir geben dir keine. Du lebst viel zu ungesund. Ob das jetzt moralisch korrekt oder nicht korrekt ist, ist jetzt eine andere Sache. Ich will hier einfach nur auf den Punkt zurückgreifen, dass alles, was digital gesteuert wird, auch immer eine Kontrolle dahinter ist. Und man gibt immer ein Stück seiner Persönlichkeit ab. Und alles, was ich hier sage, sind ja nicht irgendwie weit hergeholte, ausgedachte Sachen. Ähnliche Verfahren gab es ja schon, sogar hier in Polen. Vielleicht nicht in Form von Digitalisierung, aber das ist ja jetzt möglich. Denken wir mal circa 35, 40 Jahre zurück, war hier in Polen der Kommunismus. Da wurde ja auch kontrolliert, wer wie viel Fleisch kauft, wer wie viel Schokolade kauft. Und wer sagt, dass das heutzutage nicht möglich ist, dass du zum Arzt gehst und der Arzt sagt: Hör mal, du hast Übergewicht, du darfst keine Schokolade mehr kaufen. Oder wer sagt, dass anhand vielleicht deiner Schulden oder deines Gehaltes dir die Fahrt außerhalb deiner Stadt in Form zum Beispiel über Überquerung der Mautstelle verboten wird, dass die einfach sagen, du bist nicht berechtigt, die Stadt zu verlassen, weil du bei uns Schulden hast. Wer sagt, dass sowas nicht
vorkommen kann. Es gibt ähnliche Prinzipien in China, dass anhand eines Punktesystems festgestellt wird, ob du ein guter oder schlechter Bürger bist. Bist du ein guter Bürger, bist du zum Beispiel kreditwürdig. Bist du ein schlechter Bürger, bist du es nicht. Das ist alles Realität. Schauen wir uns auch mal die Kriege an, die heutzutage durchgeführt werden. Wenn man jetzt nur das Equipment, die Waffen, Panzer und auch Soldaten anschaut, ist das ja wesentlich weniger wie das, was früher genutzt worden ist. Und ich will mich jetzt dafür jetzt auch nicht aussprechen, dass es besser ist, mehr Leute in den Krieg zu schicken. Ganz und gar nicht. Also ich finde, jeder Tote, jeder Verlust, egal auf was von der Seite, jeder Zivilist, der stirbt, ist definitiv einer zu viel. Aber heute wird auch einfach viel mehr Cyberkrieg durchgeführt, weil es auch in den meisten Fällen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sinnvoller ist, eine Institution, ein Krankenhaus oder vielleicht auch die Stromversorgung oder was auch immer mit einem Virus, mit einem digitalen Computervirus zu verseuchen, anstatt ein Panzer kaputt zu schießen. Bleiben wir mal weiter beim Thema Computerhacker, gehen aber auch gleichzeitig wieder ein bisschen mehr zurück zum Thema Polen und die Pesselnummer. Wenn jetzt mal angenommen, ein Computerhacker meine Pesselnummer aus irgendeiner zentralen Institution klaut, kann er auch gleichzeitig herausfinden, wo ich wohne, wo ich arbeite, wie viel ich verdiene, wo ich mein Geld ausgebe, wann ich in den Urlaub fahre, wann ich welche Mautstelle durchfahre, wann ich zum Arzt gehe, welche Medikamente ich nehme und sogar wann ich die abgeholt habe und wie viel ich dafür bezahlt habe. Im anderen Fall weiß er sogar auch noch, wer meine Eltern sind und wo die leben, wo die eventuell arbeiten und was die verdienen. Weil durch meine Pesselnummer kann man auch herausfinden, wer zum Beispiel meine Eltern sind, weil das ist in der Regel auch angegeben. Und so hat man dann eine ganze Liste von Daten, worüber sich dann der Hacker freut. Ich merke gerade, dass dieses Thema ein ganz großes Thema ist und man hier, glaube ich, noch stundenlang darüber sprechen kann. Aber mich würde mal deine Meinung zu diesem ganzen Thema interessieren. Bist du mehr für oder gegen die Digitalisierung? Wo siehst du persönlich Vor- oder auch Nachteile bei einer Digitalisierung? Findest du das als Nachteil, was ich gerade erwähnt habe, dass deine Daten frei liegen, oder siehst du das eher vielleicht sogar als Vorteil, weil dann dadurch dein Leben einfach ein Stück erleichtert wird? Weil machen wir uns mal nichts vor, man gibt sowieso schon fast überall seine Daten an. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!